liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, euch brauche ich es nicht sagen, es ist bollenheiß. Aber euch draußen am Internet, die ihr vielleicht in kalter Wintersfrisch irgendwann in ein paar Wochen diese Predigt hört und euch wundert, warum es uns alle so schwitzig ist und warum ich in einem T-Shirt predige. Es ist gerade 35 bis 40 Grad, es ist Sommer, es ist das heißeste Wochenende überhaupt, an das ich mich erinnern kann, und von daher ist halt heute nichts mit Albe und Kassel und warmen Gewändern, das darf dann im Winter wieder so sein. Aber das Schöne ist ja, es kommt nicht darauf an, was für Kleider wir tragen, sondern es kommt darauf, wie wir hören. Liebe Gemeinde, stellt euch vor, wir würden gemeinsam in eine Zeitreisekapsel steigen und aus dieser Hitze hinausreisen, hinüberreisen durch die Zeit, in die Zeit Israels, in die Zeit Jesu, wo es wahrscheinlich auch ziemlich warm war und die Sonne runtergeknallt hat und einer dieser heißen Tage auf einem dieser Berge war. Stellt euch vor, wie das gewesen sein mag. Die Bewegung um Jesus war immer größer geworden, war ständig gewachsen. Immer mehr Menschen kamen, um ihn zu hören, um ihn zu erleben, direkt mitzuerleben, wie es war, wenn Jesus sprach. Heutzutage hätte Jesus wahrscheinlich einen Eventmanager oder ein Werbebüro, wahrscheinlich ein ganzes Werbebüro. Ein Büro, das Leute vor ihm her schickt, um Hallen zu buchen, um Plakate aufzuhängen und Anzeigen in den lokalen Zeitungen zu schalten. Damals war das anders. Damals funktionierten die Dinge Mund zu Mund. Also damals lief es einfach durch Erzählen. Man erzählte sich weiter, dass Jesus in der Nähe war, und man machte sich auf und ging zusammen mit Familie und den Freunden zu ihm. Oder man bekam im Dorf mit, dass Maria und Martha mal wieder groß einkauften, weil Jesus und die ganzen Jünger wieder sich angekündigt hatten und sie wussten, da mussten sie mehr kochen und herrichten als normalerweise. Oder man hörte, wie die Schwiegermutter des Petrus mal wieder das ganze Haus von oben bis unten putzte, und das mit ihrem kaputten Rücken und ihrem schlechten Gesundheitszustand. Also wirklich musste der Schwiegersohn immer die ganze Meute da mitbringen, mitsamt dem berühmten Rabbi Jesus. Aber wenn der kommt, könnten wir eigentlich hingehen. Und also auf die zwei, drei Leute, die jetzt kommen, kommt es auch nicht mehr. Und dann waren es wieder Hunderte, die sich um das Haus versammelt haben. Und waren wieder alle auf den Beinen. Es war wieder einmal eine dieser Situationen. Jesus sollte predigen, hieß es. Draußen vor der Stadt, er hatte sich auf einen Berg zurückgezogen. Wahrscheinlich wollte er einfach mal wieder alleine sein, aber dennoch hatten sich viele um ihn versammelt. Wie die Szene genau ausgesehen hat, das wissen wir nicht, aber es gibt ganz viele Bilder davon. Das Evangelium spricht eigentlich nur davon, dass er sich auf einen Berg niedersetzte und zu lehren begann. Das an sich ist natürlich jetzt schon relativ wichtig. Weil zum einen war Hinsetzen die Art und Weise, wie man damals lehrte. Es war tatsächlich so, dass der lehrte, saß. Das war die Haltung des Lehrenden. Und die zuhörten, standen um ihn herum, damit möglichst viele eng dastanden konnten. Weil es war ja eng und man hatte keine Lautsprecher. Das heißt, alle haben irgendwie so gehört, gell, und haben die Worte dann teilweise auch an die Hinteren weitergegeben. Was hat er jetzt gesagt? So war das. Also, wenn es heißt, er setzte sich hin, ist allen Hörern sofort klar, Jesus lehrt. Und dass das auf einem Berg stattfindet, das ist auch nicht Zufall. Also weil Jesus halt gerade da war, hätte auch irgendwo anders sein können. Nein. Der Berg war immer der Ort der Gottesbegegnung. Der Berg war immer der Ort, wo Gott zu den Menschen sprach. Mose geht hinauf auf den Berg. Abraham geht auf den Berg. Von den Propheten wissen wir, dass sie sich zurückziehen in die Berge. Und da spricht Gott zu ihnen. Das heißt, wenn es also heißt, er war auf einem Berg, dann wissen diejenigen, die den nächsten Text, der da jetzt kommt, hören gleich, da ist etwas, was Gott zu uns spricht. Aber all das ist nur das Umfeld. Es ist gar nicht ganz so wichtig, wie genau die Szene jetzt ausgesehen hat, wie er da saß und wie die Menschen sich um ihn versammelten, wie sie alle hören konnten, was er da sagte. Das ist eigentlich nur Vorgeschichte. Wichtig ist, was er sagte auf diesem Berg.
wichtig ist der Inhalt dieser Bergpredigt. Und die Christa hat sie uns schon vorgelesen, aber ich will sie dennoch noch einmal lesen, damit wir sie präsent haben. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und den letzten Vers, den kann man beinahe singen. Selig sind die Verfolgung leiden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich. Es ist einer der wichtigsten und vielleicht auch der schönsten Texte, die das Christentum kennt, die Seligpreisungen. Aber es ist auch einer der schwierigsten, der unverständlichsten Texte, einer der Texte, die herausfordern, die uns einen Spiegel vorhalten, die uns ansprechen und rufen. Ein Text voll Ethik, voll Handlungsanweisung. Ein schwieriger Text. Und vielleicht hat die eine oder der andere von euch mich schon einmal darüber reden hören, aber es ist wichtig, dass wir es immer mal wieder hören, diesen Text, diese Seligpreisungen. Ein schwieriger Text. Es ist ein Text, der ist so schön, dass wir ihn auswendig kennen, aber wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, wie schwierig der Text ist. Das ist mal wieder so ein typischer Jesus-Text. Das ist so ein Text, den eigentlich nur Jesus sagen kann. Das ist einer dieser Texte, wenn wir ihn jenseits von der Schönheit hören und nochmal drüber kopfschwingend nachdenken, müsste man eigentlich sagen, also Jesus, sorry, was du da erzählst, ist blanker Unsinn. Also, hallo, ich bin jetzt 50 Jahre auf dieser Erde und was du da erzählst, spricht einfach gar nicht dem, was ich weiß. Also, es ergibt einfach keinen Sinn nach all dem, was ich weiß von dieser Welt, heute und damals. Und wenn ich mich umgucke, selig sind die Friedfertigen, hallo? Selig sind die Barmherzigen, wirklich? Selig sind die da hungert und durstet nach Gerechtigkeit. Also, da brauche ich bloß mal Zeitung aufschlagen oder Fernseher gucken oder Nachrichten, dann wissen wir, also sorry, so einfach ist das nicht, was Jesus da sagt. Bist du sicher? Würde ich ihn fragen. Wenn Jesus jetzt gesagt hätte, selig sind diejenigen, die die Römer aus dem Land jagen, denn sie werden Freiheitskämpfer heißen, ja? Das hätte politischen Sinn ergeben in der damaligen Zeit. Und es hätte auch heute noch politisch Sinn ergeben. Selig sind, die sich politisch einmischen. Selig sind, die aktiv sind politisch, die Kämpfer, die Veränderer, die wählen gehen, die sich engagieren. Denn sie werden die Gesellschaft verändern. Das würde politisch Sinn ergeben. Und was sagt Jesus? Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen. Politisch ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Wenn er gesagt hätte, selig, glücklich, reich sind diejenigen, die es zu was bringen, die Erfolg haben, denn sie werden die Wirtschaft regieren. Ja, das hätte betriebswirtschaftlichen Sinn ergeben in der damaligen Zeit und es würde heute erst recht Sinn ergeben. Selig und erfolgreich sind diejenigen, die sich durchsetzen, die Geld verdienen, die produktiv sind. Es würde Sinn ergeben in den Betriebswirtschaften unserer Zeit. Und dann könnte man natürlich sofort einen Spendenruf dranhängen, könnte an das soziale Gewissen appellieren und einen guten Teil des Gewinnes für gemeinnützige Zwecke abschöpfen. Das würde betriebswirtschaftlich und auch kirchenbetriebswirtschaftlich einen Sinn ergeben. Heute jedenfalls. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, selig sind die, die reinen Herzen sind. Selig sind die, die in Barmherzigkeit leben. Betriebswirtschaftlich ergibt das gar keinen Sinn. Und um dem Ganzen noch eine draufzusetzen, wenn er gesagt hätte, selig sind die Frommen, denn sie werden ihren Lohn von Gott bekommen, dann hätte das religiösen Sinn ergeben in der damaligen Zeit und es würde auch heute noch Sinn ergeben.
Selig, selig sind die Theologen, weil sie die Bibel verstehen. Und selig sind die Gutgläubigen, die den Theologen folgen. Das würde religiös Sinn ergeben. Darauf könnte man klasse eine Religion aufbauen und eine funktionierende Kirche. Das wäre klasse. Die Kirche der folgsamen Gemeindeglieder. Das wäre doch schön und langweilig. Aber ja, es würde religiös Sinn ergeben. Und was sagt Jesus? Jesus zieht uns Theologen den Boden unter den Füßen weg und sagt, selig sind die geistlich Armen, denn denen gehört das Himmelreich. Liebe Gemeinde, religiös ergibt das gar keinen Sinn. Jesus redet mal wieder Unsinn. Oder besser gesagt, bevor mich irgendjemand damit zitiert, Jesus würde Unsinn reden, wenn er tatsächlich politisch reden wollte, wenn er betriebswirtschaftlich reden wollte, wenn er religiös reden würde. Aber das tut Jesus nicht. Jesus würde Unsinn reden, wenn er von den Menschen her reden würde, von den Realitäten dessen, was wir Menschen hier gerne erschaffen, wenn wir unsere Wirtschaftssysteme, unsere politischen Systeme, auch unsere kirchlichen Systeme aufbauen. Aber Jesus tut das nicht. Sondern Jesus verkündet den Menschen, die um ihn herum auf dem Berg sitzen, damals und heute, tatsächlich, was vom Berg her kommen soll. Nämlich Gott. Gottes Stimme. In den Seligpreisungen, und das glaube ich zutiefst, hören wir direkt Gottes Stimme für uns. Jesus verkündigt Gott. Jesus verkündigt den liebenden Gott. Denn letztendlich redet er gar nicht von den Menschen in seiner Seligpreisung, sondern er redet von Gott. Jesus redet nicht von dem, was wir Menschen tun sollen oder können oder tun müssen, was wir alles leisten müssen, damit dann Seligkeit entsteht, sondern er redet von der Liebe Gottes her. Und das ist das, was das Reden Jesus so ganz anders macht als das Reden aller Politiker, Betriebswirtschaftler und sogar das der Theologen. In seinen Seligpreisungen redet Jesus von Gott und von der Liebe Gottes her. Und dann und nur dann ergibt seine Bergpredigt auf einmal Sinn. Es geht gar nicht darum, was wir Menschen tun, um in den Stand der Seligkeit, der Glückseligkeit zu kommen. Das wäre politisches Denken, betriebswirtschaftliches, religiöses Denken. Sondern Jesus verkündigt erstmal die Realität Gottes. Jesus sagt erst einmal, vor Gott ist es so. Jesus verkündigt die gute Nachricht von der Liebe Gottes für alle Menschen, für die Großen und die Kleinen, für die, die sich in der Mitte der Gesellschaft sehen, genauso wie die, die am Rande stehen. Jesus verkündigt die Liebe Gottes für alle Menschen, ganz egal wie die Menschen sie in ihren Systemen sehen, sondern Jesus verkündigt das, was längst schon Realität ist, auch wenn wir Menschen das manchmal nicht glauben wollen und so gut sind, im Andere ausgrenzen. Wir Menschen, wir würden die Seligpreisungen dazu nutzen, uns anschließend zu überlegen, wen hat Jesus jetzt nicht erwähnt? Wen hat er denn jetzt vergessen? Also, die passen nicht rein und Selle passen nicht rein und wir haben dann einen ganz großen Rand drumherum und uns in der Mitte und das ist klasse und wir sind drin und alle anderen sind draußen. So denkt Jesus nicht, weil Gott nicht so denkt. Weil Gott eben nicht so ist und uns immer wieder ausgrenzt, sondern hineinnimmt und zwar hineinnimmt in seine Realität, die schon längst da ist. Jesus verkündigt die Wahrheit, dass es gar nicht darum geht, wie wir selig werden, oder wie Luther es fragte, wie wir einen gnädigen Gott bekommen, sondern er erzählt uns, dass es andersherum ist. Dass wir aus unserem Stand als Selige schon leben. Dass wir aus unserem Stand als Selige heraus wirklich leben. Und sagt uns dann, wie wir mit diesem Geschenk der Gnade und der Liebe Gottes richtig umgehen. Das Geschenk ist das Barmherzige, das Friedfertige, das Arme im Geiste, dieses Offene, dieses nicht Festgelegte, sondern das Offene. Jesus erzählt uns, wie es ist, wie wir leben können aus dem, was das Geschenk der Gnade und der Liebe Gottes wirklich ist.
Jesus verkündigt uns, dass uns Gott liebt, dass uns Gott schon selig gemacht hat. Jesus verkündigt uns das Evangelium, das Euangelion, die gute Botschaft. Diese Botschaft, deren Paulus sich nicht schämt und die Kraft ist, die rettet und die selig macht. Und wenn nun Paulus schreibt, wie es im Alten Testament beim Propheten Habakuk steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben, der Gerechte wird aus dem Glauben leben, dann erklärt uns Jesus in der Bergpredigt, wie das funktioniert. Wie dieses Leben, in dem ihr schon drin seid, weil Gott euch liebt, ganz egal, ob ihr jung seid oder alt, ob ihr hetero oder homo euch identifiziert, ob ihr Mann, Frau seid oder irgendwo auf dem Regenbogen dazwischen euch seht, ganz egal, ihr seid schon selig und dann dürft ihr diese Seligkeiten leben. Er erzählt uns, wie das funktioniert, welche Konsequenzen es hat, selig zu sein. Dann erklärt uns Jesus, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir, die wir als Selige, als gerecht gemachte, als Geliebte, die wir sind, auch leben würden. Die seligen, liebe Gemeinde, von denen Jesus spricht, das sind nicht irgendwelche, die sich's verdienen und auf die man nur warten muss, damit es endlich kommt. Die seligen, liebe Gemeinde, das sind wir. Die Seligen, das seid ihr. Das ist jede und jeder von euch. Das sind wir. Die selig Gemachten, die gerecht Gemachten, die von Gott Geliebten, das sind wir. Die Seligen, von denen Gott spricht, das sind die Menschen, die von Gott geliebt sind, die Gott wieder und wieder zu sich ruft, um sie zu stärken, zu berühren, zu verändern, sie wachsen zu lassen. Das sind wir, jede und jeder Einzelne von uns, das sind wir in unseren Schwächen, wo Gott uns stärkt, in unseren Zweifeln, wo Gott uns Sicherheit gibt, in unserem Schwitzen, wo Gott uns Kühle gibt und frisches Wasser und grüne Auen. Das sind wir, die wir so gehetzt sind, denen Gott Ruhe gibt. Das sind wir, jede und jeder Einzelne von uns. Und jeder Einzelne von uns so sehr, als ob wir ganz alleine da wären und als ob es nur diesen einen Menschen gäbe. Die Gemeinde, ich habe gerade gefragt, was hat Jesus nicht gesagt? Und manchmal verstehen wir Texte besser, wenn wir sie umformulieren und vielleicht nochmal von hinten nach vorne lesen, wenn wir sie neu angucken. Die Seligpreisungen lassen sich vielleicht besser verstehen, wenn wir sie von hinten nach vorne lesen. Die Seligen, liebe Gemeinde, die Seligen, die wir sind, die haben das Himmelreich. Die haben das Himmelreich schon und deswegen können sie geistig arm sein. Sie brauchen nicht gelehrt alles wissen, gelehrt alles verstehen können. Am Eingang zu Gottes Reich steht nicht einer, der ein Examen abnimmt und sagt, nein, du hast bloß 98 Punkte, 99, jetzt braucht Edge, sondern am Eingang zu Gottes Reich steht Gott, der sagt, ja, endlich bist du da, ich warte doch schon die ganze Zeit auf dich. Hm? Deswegen dürfen wir geistig arm sein und nach dem rechten Weg suchen und sind doch eigentlich schon dort. Die Seligen, und das sind wir, werden schon getröstet. Werden schon getröstet und Gott wendet sich im Leid immer wieder zu uns und wischt unsere Tränen ab. Gott wird die Tränen abwischen, Gott wischt sie schon ab. Gott ist da. Und es gibt die Tage, wo Gott neben uns sitzt und mitheult. Weil Gott mitleidet an dem, was in dieser Welt geschieht. Und daher können die Seligen, und das sind wir, das Leid tragen. Und wir müssen nicht daran verzweifeln, nicht darunter zerbrechen. Die Seligen, und das sind wir, werden schon satt gemacht in ihrem Hunger nach Gerechtigkeit. Denn wir dürfen wissen, dass die Gerechtigkeit Gottes eben größer ist als alle menschliche Situation. Gott zeigt uns, dass Gerechtigkeit möglich ist, auch wenn wir manchmal den Arsch hochkriegen müssen und diese Gerechtigkeit auch verteidigen müssen, weil andere sagen, nein, ich will es nicht. Und wir brauchen wieder nur das Fernsehen anschalten und schauen, was alles geschieht, wenn Menschen ertrinken und andere gestraft werden, weil sie diese ertrinkenden Menschen retten wollen. Gottes Gerechtigkeit sagt, nimm Boote und Paddelboote und Gummiboote und Autoräufer, die aufblasen sind und helft. Helft. Es ist nicht einfach.
aber vor Gott ist es schon da. Gottes Gerechtigkeit zeigt uns, dass Gerechtigkeit lebbar ist als Realität und nicht als unerreichbare Utopie, als Fantasie einiger weniger Spinner. Die Seligen, und das sind wir, wir können friedenstiftend wirken, denn wir sind schon Gottes Kinder. Und als Gottes Kinder wissen wir, welchen Wert der Frieden hat. Und als Gottes Kinder wissen wir, und deswegen dürfen wir selig genannt werden, dass man Frieden eben nicht erkämpfen kann, dass Frieden eben nicht die Abwesenheit von Krieg ist, sondern dass Frieden Shalom heißt und dass man Frieden nicht erstreiten kann, sondern leben muss. Einfach leben. Und das ist das Schwierige. Denn die Seligpreisungen werden durch diese Umformulierung nicht leichter zu leben, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, sie werden ein bisschen leichter zu verstehen. Sie werden nicht entschärft, sondern gerade in ihrer Schärfe, in ihrer revolutionären Kraft, in ihrer Neuheit so richtig deutlich. Revolution heißt umdrehen, heißt umwenden, heißt Neues schaffen. Und genau das ist das, was wir sollen. Denn es wird deutlich, dass die Seligpreisungen eben nicht eine Vertröstung auf die Zukunft sind, sondern Herausforderungen in der Gegenwart und für die Gegenwart. Liebe Gemeinde, Jesus gibt keine Handlungsanweisungen, sondern Handlungserklärung. Eine Anweisung wäre, tu dies, damit jenes passiert. Mach das, dann das. Das ist politisches, betriebswirtschaftliches Denken, es ist sogar religiöses Denken. Weil wir Menschen gerne hätten, dass Gott menschlich politisch ist und sich unserer Betriebswirtschaft unterwirft. Aber das tut Gott nicht. Gott lässt sich nicht sagen, wen Gott nicht lieben darf, sondern Gott liebt. Jesus erklärt uns in der Bergpredigt, dass wir uns als Selige, als von Menschen, als von Gott geliebte Menschen verhalten sollen, verhalten dürfen. Und um es nochmal klar zu machen, das ist jetzt nicht weniger, sondern mehr. Denn unser Handeln ist nicht Voraussetzung für Gottes Liebe, sondern Gottes Liebe ist die Grundlage für unser Handeln, für unser Leben, für unser Sein. Handeln, das müssen wir. Das dürfen wir. Und in Gottes Liebe, glaube ich, das können wir. Denn ihr seid die Geliebten Gottes.